Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Yeah, so, wie spät haben wir es denn? Hallöchen. Schlafenszeit, bald. So, wir holen uns nochmal Holz. Und ja, ich würde sagen, wir machen einen Ausflug. Heute ist der Ausflug dran. So, in der heutigen Folge zumindest. Ah. Also, eine Ladung Holz holen. Ja. So. Ich bin ja schon so gespannt, was wir als nächstes aus dem Dorf mitnehmen. Aus dem Dorf. So. Und wenn wir aus dem Dorf zurückkommen, werden wir die Bio wieder aufdrehen. So. Denke ich mal. Vielleicht. Schauen wir mal. So. Ja. Mit dem fahren wir da gleich rein. So. Und gleich ein paar neue Brettchen machen. So. Super. Die lassen wir hier. Bam. Und die zwei ebenfalls. So. Dann schauen wir gleich mal nach. Uch. So. Dass wir ausreichend Sachen mitnehmen. Ist das schon getrocknet? Hey. Yeah. So. Und ich würde sagen, wir hängen das Fleisch hier auf. Also, wenn wir zurückkommen, dass wir da gut im Fleisch stehen. So. Super. Dann haben wir hier eine Dose, die würde ich gerne. Nehmen wir alle Dosen mit. Ist mir irgendwie auch lieber. Nehmen wir die eine Dose hier mit. Das andere Zeug könnten wir auch da lassen. So, einmal Wasser werden wir abkochen. Ein Stöckchen. So. Einmal Wasser. Damit wir, wenn wir loslaufen, auch gleich frisches Wasser dabei haben. So, Schmutzwasser hier. Da. Mit Feuerchen. So, die kommen da rein. Hier. Dann haben wir. Bin schon da. Komm, ruiniert mir hier das da. Der war doch seltsam. So. Nö, kein Platz mehr. Da können wir das reinlegen. Ordentlich nachsortieren, wenn wir dann später mal. So, da noch ordentlich. Oh, Mais. Ordentlich nachfüllen. Alles raus. Einen. Hier. Yeah, so. Das bringen wir nur nach oben. Anzünden werden wir kein neues Feuer mehr oben. Weil wegen Weglaufen. Okay, da brennt es noch ein wenig. Das heißt, da können wir schon noch reinlegen. Ist zwar nicht mehr da, aber es geht schon. So, super. Inventare da rein, da rein. Dann haben wir hier Zeug. Hätten wir noch eine Dose, die lassen wir aber da. Die lassen wir aber da. So. Dann, nö, hier Sachen, da kommt das rein. Bäm. Was hätte ich gerne mit? Einmal, oh mein Gott. So, einmal teilen, das hätte ich gerne mitgenommen. Das würde ich da lassen. Den Speer müssen wir auf jeden Fall anschleifen. Und ich überlege auch, ob wir nicht noch einen mitnehmen. Vielleicht keinen Stahlspeer, sondern eher so einen Knochenspeer wieder. Kann das ja mal machen. So. Nö, hier. Haben wir das da. So, wir wollen einen Knochenspeer fertigen. Gegenstände. Knochen, Knochen, Knochen. Werkbank. Ein Splitter, drei Stecken, fünf Fasern. So. Ein Splitter. Fünf Fasern. Und drei Stecken. So, auf zur Werkbank. So, dann haben wir das, das, das. Ergibt einen Knochenspeer. Bam. So, was brauchen wir noch? Nix. Wir haben alles mit. Mehr Verbände? Nö.
einmal. Genau, das Wasser müssen wir noch mitnehmen. Da ist alles gut. Dann würde ich mal sagen, schlafen gehen. So. Wir haben eine echt weite Reise vor uns. So. Warum auch immer ich das esse, so. Ist nicht fertig, nicht fertig, nicht fertig, nicht fertig. Schade, aber auch schade, schade. So, ja, dann könnte man das essen. Gut, wir holen ins Wasser und laufen los. Ich bin gespannt. Wir haben bisher so viel Glück gehabt. So, 40 Pfeile, 2 Speere, eine Axt. Was braucht man sonst noch im Leben? So, dieses Dorf und dieses ist noch über. Wir werden uns dieses hier nehmen. Moment. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, da vorne abbiegen, so rüber oder durch den Sumpf. Ich würde durch den Sumpf wählen. Wäre mir lieber, wir müssen trinken. Wäre mir lieber durch den Sumpf. Also wir haben ja schon 4 Dörfer geschafft und bei einem der 4. Und bei einem der 4 sind wir verendet. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin so gespannt. Ich hätte natürlich einen Extraktor jetzt mitnehmen können. Wir laufen direkt an unserer Kobalt-Base vorbei. Aber viel zu aufgeregt dafür. Wir im Hardcore-Modus auch eher immer darauf schauen, dass wir Ausdauer in Reserve haben. Aber das ist so ein Wunschtraum. Das kriege ich doch nicht hin. So, damit wir auch wirklich wegrennen können und so. Dann auf zu unserem Kobaltort. Da ist unser Kobalt. Wichtig, dass wir hier Sachen ablegen. Und das Leder brauchen wir da gar nicht. Steine auch nicht. So. Und da ist der Sumpf. So, ja klar, im Sumpf, da haben wir Krokos. Die Krokodile. So, aber der Weg geht hier direkt, direkt rauf. Was natürlich ein Vorteil ist, Abkürzung. Ob das jetzt klug ist bei den Krokus, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So. Och, verdammt, es läutet. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Oh, endlich hinsetzen. Wenn wir schon da sind, speichern wir auch gleich. So, gut. Weiter geht die Reise. Das haben wir bei den vorigen Reisen zu den Dörfern auch nicht gemacht, zwischengespeichert. Würde ich gerne nachholen. Also, so, Moment. Genau, und da vorne, wobei, wenn man jetzt einfach hier querfeldein ein. Ob das wieder eine gute Idee ist, ich bin mir da echt nicht sicher. Wir müssten doch irgendwelche Krokodilchen sein, oder? Und wir ohne Ausdauer. Wenn jetzt Krokodilchen. Aber wir sind bald da, glaube ich. Okay, so. Dann trinken wir noch einen Schluck. So, trinken. Da sind Vitamine drin, Vitamine drin, Vitamine drin, Vitamine drin. Super. So. Oh, ein Kürbis.
Toll. Toll, toll, toll. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich bin... Muss natürlich auch ein Bär sein, natürlich. Natürlich, Bären sind cool. Jetzt haben wir so toll bei den Krokodaxeln vorbeigeschafft. Und jetzt der Bär. Der Bär, der Bär, dem ist nicht so schwer. Oh, Kürbis. Wenn wir gleich verzehren. So, Fleisch, 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 Kürbis. Na. So. Essen. Aufheben, bam. Ich will einfach in ein Haus und drinnen bleiben. Für immer dann. Ja, wobei so toll sind die Häuser auch nicht. Und auch ein wenig räudig. So. Nicht noch ein Bär, bitte. So, Essen. Ja. Essen. Ja, so. Oh. Und das ist es, was ich gemeint habe im Hardcore-Modus. Eine Reise so alleine antreten. Coole Sache, ja, definitiv. Aber wenn man dann unterwegs an irgendetwas stürme, so, würdet ihr das nicht mal gesehen haben. So. Ja, Werte sehen inzwischen schon wieder ganz gut aus. Schwein ist jetzt nicht so tragisch. Ich will nach Hause. Ritter Bart will nach Hause. So. Da ist noch ein Teich. Wieso ist da ein Teich? Da ist ein Teich. Kürbis. Okay, nehmen wir den Kürbis noch mit. So, was haben wir da? Melone? Gurke? Yeah. So, und da ist mal ein Stück und hier. Bam. So, wenn wir jetzt geradeaus laufen, kommen wir hier. Oh, ich kriege noch einen Herzinfarkt hier. Zu den Industriegebäuden machen wir später. So, jetzt machen wir aber diesen hier. Das haben wir nämlich vorher nicht gemacht. Super. So, gleich mal markieren. Sonstiges hier. Nein. Markieren. Sonstiges. Yeah. So, wir machen die AG-Markierung. Die Zweier-Markierung. Dum, dum, dum. Spawnen die Bücher langsam, sehr gut. So, haben wir da. Kohle will ich nicht. Warum hebst du sie dann auf? Eisenerz brauche ich auch nicht. Zehn Nägel können wir mitnehmen, sind leicht. Glas. Dann gehen wir zuerst mal auf. Was haben wir denn da? Gurken. Kohle, aber dann legen wir die andere Kohle dazu. Uah. So. Super. Nochmal Glas. Das Glashaus. Kabel kann man mitnehmen, das ist ganz gut.
So, dann nehmen wir das Haus da. Und jetzt? Und sogar rote, widerlich rote Augen hat er auch noch. So, machen wir da noch mal zu. So, hier drin waren wir. Lehm, nö. Biomüll können wir mitnehmen, das braucht nicht viel Platz. Schade, schade, schade. Fische brauchen wir nicht. Kürbis. Oh, Plastik ist gut, solange wir nichts zum Thema Elektrik haben und somit auch kein Öl fördern können. Ja, ich habe auch auf meinem Nachtkästchen liegt immer ein trockener Ziegel. Ob es nicht eigentlich zielführend, dass sinnvoller ist, wenn man die Türen immer zulässt. So. Ja, genau. Dies ist das nächste Häuschen. Wie in meinem Hintereingang rein. Bin echt gespannt, was wir kriegen, weil bisher Solarmodul hört nicht unbedingt jetzt. Also Solar wäre super, Windturbine grandios, Kreissägetisch natürlich auch, aber irgendwas zum Thema Strom. Kann ich sie von dem Haus hier ran? Hi. Ja, du weißt, was ich vorhabe, Mädel, gell? Ich trau mich jetzt nicht raus. Oh mein Gott. Oh, dies da ist das nächste. Schnell. Da geht einer, da krieg ich deine. Oh Gott. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ich versuche den Punkt dann zu finden. Ja gut, ich werde es nicht finden. Sorry wegen euren Ohren.
So. Ja, wäre super. Ach komm. Wer weiß, was wir noch finden. Wegwerfen können wir die Sachen noch immer. Essen, trinken, einen Schluck. Hier mal, hier mal. Ja, sonst Fleisch essen. Ja. Schon wieder das Thema mit den trockenen Ziegeln. So. Es waren jetzt drei, aber mein Gott, da geht ja wieder, ja. Okay, wir gehen bei der anderen Tür raus. Und versuchen zu dem Haus rüberzukommen. Ja, ein Bär. Na klar. Kevlar ist ganz gut. Das ist sehr gut. So. Ich glaube, der ist. Bär wäre jetzt echt fies. Okay, hier muss ein Haus sein, ungefähr. Ja, genau das da. Das wird unser nächstes. Toll. Schneller! Na. So. Oh, Technik. Kreissäge. Ist okay. Ist okay. Ich nehme sogar die Knochen mit. Sehen wir einen Bären von hier, jetzt, hier, so? Nö. Na, Ofenkartoffel können wir auch mitnehmen. Dann mal rauf mit uns. So, hier eine zweite Technik findet man natürlich nicht, aber looten ist trotzdem fein. So, Kartoffel, Kartoffel. Er ist echt nah. Er müsste eigentlich hier vor der Tür stehen. Also. Nochmal. Okay, jetzt haben wir da sozusagen da außen rundherum. Und jetzt schauen wir, was da noch ist. Und dann in der Mitte muss man natürlich auch noch die Häuser ansehen. Dann hierher.
steht genau einer vor der Tür. Das gibt's ja nicht. Ja, es ist nicht leicht so, aber wir haben den Kreissägertisch. Ich hätte irgendwas mit Strom gerne gehabt. Und wenn wir jetzt noch Herdtechnologie auch bekommen, dann das war super. So. Hallo. Warum nehme ich das mit? Oh, ein wenig zur Ruhe kommen. Es ist einfach. Ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen ist, aber das ist ziemlich heftig. Ein Wolf, das wäre schön. Hey, ein Wolf. So, wir werden den Wolf jetzt erlegen, bevor er uns dann beim Herumwandern erlegt. Wow. Was? Wie? Durch die Tür? Fürs Herhalten des Puppes. So. So. Ja, Elektrik ist ganz gut. Ja, Dose nehme ich auch gern. Ein Buch hätte ich noch gern. Das Schreckliche wäre natürlich, wenn wir jetzt bekommen würden, nicht Solarmodul, nicht Wind, sondern den Herd. Das wäre, da könnte ich unser Glück kaum ver... Oh mein Gott. So, gut. Na dann.
genau diese Richtung, 80 Kilometer. Da geht wieder wer. Sind wir hier richtig? Ich hoffe. Ja. Ja. Ich meine, wir haben einiges hier gelootet. Schön viel Elektrik. Ja, ein paar Kabel. Die Kabel, die brauchst du doch nicht. Ja, ich weiß. Was für ein Pech aber auch. So, wie spät ist es? Ja, fast 2 Nachmittag. Boah, ist das schade. Ist das schade. Naja, wir können eine Batterie bauen. Yay, Batterie. Wobei, das werden wir vielleicht wirklich machen. Ja, ja. Und ich sag noch, Herd, das wär's jetzt. Ich meine, was ist denn... Es fehlen uns nur noch 2 Stück Technologie. Wind- und Solarmodule. Ja, toll. Was sollen wir jetzt machen? AKWs bauen? Ah ja. Ist auch keine Lösung. Aber zumindest haben wir dann einen Herd, ist ja auch gut. Kann man uns was Feines kochen, wenn wir es denn überleben bis nach Hause. Immerhin wissen wir jetzt, dass im letzten Dorf, nämlich dieses hier, das aus meiner Sicht echt am weitesten von allem weg ist, dass in diesem Dorf, ja, da befinden sich die gewünschten Artikel. So. So, zurücklaufen, klar, könnte ich alleine, aber ihr habt es gesehen, vorher mit den Bären und so weiter unterwegs. Ja, man trifft so Sachen. So, und das möchte ich euch natürlich nicht ersparen für den Fall, dass wir stürben, dass ihr das auch schön sehen würdet. Schön. So. Ja, Bio einschalten, aber ich bin ein bisschen traurig. Böse? Nö, traurig. Das hätte so gut sein können. Ach ja, man kann nicht alles haben, aber man kann sich's wünschen. Ja, aber Weihnachten ist vorbei. So, Gorka. Ja, können wir essen hier. So. Jeba. Jetzt überhaupt mit. Ja, wir haben den Fisch mit. Super. Immerhin. Wenn wir jetzt sterben, haben wir den Fisch. So. Da mal reinschauen. Da mal reingeben. Strom an. So, pass auf. Das werfen wir raus. Das gehen wir da rein. Das gehen wir da rein. So, und jetzt holen wir uns hier noch Gemüse.
Diese Richtung, oder? Genau. Wir laufen einfach querfeld ein. Da ist die Chance, einem Fuchs zu begegnen, viel höher. Ja, was für tolle Sachen. Okay, man muss die kleinen Dinge mehr schätzen und sich mehr freuen drüber. Hey, wir haben einen Herd, wir können kochen. Vielleicht so oder so. Ach ja, so. Knochenspeer haben wir auch schon fast durch. Aber ist halt so. So, da vorne sind wir. Yeah. So, wir nehmen gleich einen Baum mit. So, gemeinsam wegräumen, das machen wir noch. Das kommt da rein. Was haben wir da Schönes? Wow. Oh, wow. Ich glaube, wir räumen zuerst mal drüben ein. In unsere beliebte Sachenkiste. So, wir haben das hier, wir haben das hier. Dann noch ein paar Erste-Hilfe-Packs. Die brauchen wir auch unbedingt. Die werden noch sehr, sehr wichtig sein, glaube ich. So, dann haben wir Schrauben und die hier. So, dafür nehmen wir das raus. Brennt hier noch ein Feuerchen? Ja, leider. So, das kommt zum Sand. Das kommt weg. Das kommt da rein. Haben wir noch ein Öl? Super. Einmal Plastik. So, ich glaube, das ist gut. So, jetzt schauen wir da nochmal rein. Also, da haben wir ne? Noch mehr Pfeile. So, laufen wir rauf. So, jetzt kommt mal das rein, das rein, das rein, das rein. Das. Und das. Ja. So, da ist es gut. Jetzt noch Metalle. Das ist Metalle, das ist Metalle. So, dann haben wir hier Lehm und Kohle. So, Samen kommen da rein. Na bitte, läuft doch. Oh, Samen. Dann füllen wir da Treibstoff nach. So, zwei braucht er. Kommen gleich rein. So, und da schauen wir auch gleich. Oh, okay. So. Füllen wir mal das Schachtel voll. Fast ganz voll, yeah. So, eines teilen. Oh. Das wäre etwas viel gewesen. So, die beiden, die wir hier haben, die zwei Extraktoren, sind jetzt voll geladen. Super, die laufen jetzt. Ich würde gerne dann zum Alu noch. Ich würde gerne viel machen, aber ist. So, dann haben wir das. Dann haben wir noch zwei Steinchen. So. Unten haben wir noch die Dose zum Wegräumen. Jetzt haben wir auch gemeinsam weggeräumt. Auch das ist großartig. So. Hier. Genau. Ups, Gemüse. Okay. Wobei, eigentlich will ich die da gar nicht drinnen lassen. Aber die Dose könnte man nämlich da oben wunderbar unterbringen. So, hier nämlich. Samen, ja, da liegt sogar schon. So, und dann legen wir das auch dazu. Super, Pilzchen. Wunderbar. Wunderbar. So, Stoffe will ich noch wegbringen. Hui. So, wo ist der Stoff? Da hätten wir Kevlar, da hätten wir Textil. Super.
Nur zwei Stöckchen. Ein wenig bin ich schon enttäuscht. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Aber gut, das ist so. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.